Brennpunkt Südafrika, wie verändern sich das Land und der ganze Kontinent? Unter dieser Fragestellung, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir die Evangelische Akademie Tutzing zusammen mit unserer Partnerakademie, der EFSA Academy Blauklippen-Stellenbosch, Sie zu dieser Online-Veranstaltung eingeladen. Mein Name ist Udo Hahn, ich leite die Evangelische Akademie Tutzing und freue mich über Ihr Interesse an diesem Diskurs. Ich darf Ihnen zunächst unsere Gäste vorstellen. Dr. Uschi Eid. Sie ist Präsidentin der Deutschen Afrika-Stiftung in Berlin. Sie war 2 Jahrzehnte Mitglied des Deutschen Bundestags, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen 1998 und 2005 und persönliche Afrika-Beauftragte von Bundeskanzler Gerhard Schröder. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Eid. Guten Abend. Frau Dr. Eid ist uns von unterwegs zugeschaltet. Sie sehen das an dem Ambiente. Wir hoffen, dass die Verbindung stabil bleibt. Und das hoffen wir natürlich auch im Blick auf die beiden Gäste, die ich Ihnen jetzt vorstelle, denn Sie sind uns aus Südafrika zugeschaltet. Christian Endres. Er ist Projektkoordinator der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Kapstadt. Er studierte Politologie, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften und erzielte an der London School of Economics einen Master of Science in Entwicklungsstudien. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, Herr Endres. Und dann darf ich Dr. Renier Kochlenberg sehr herzlich begrüßen. Er ist Gründer und geschäftsführender Direktor des EFSA-Instituts, der Ecumenical Foundation of Southern Africa. Er ist, wie ich es gerade schon andeutete, über die EFSA Academy Kooperationspartner der Evangelischen Akademie Tutzing, dies schon seit mehr als 10 Jahren. Ich freue mich, dass wir heute Abend diese Veranstaltung gemeinsam ausrichten, wiewohl Herr Dr. Kochlenberg nicht Moderator ist, sondern seine Expertise als Sozial- und Bildungsexperte in Südafrika hier mit einbringt. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, Herr Kochlenberg. Danke, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch ein organisatorischer Hinweis. Sie können sich jederzeit in unser Gespräch mit einschalten, indem Sie Ihre Fragen und Kommentare in den Chat eingeben. Ich habe den Chat hier vor mir auf dem Bildschirm und freue mich, wenn Sie uns Anregungen für unsere Diskussion geben. Ich möchte, bevor wir über die Situation in Südafrika sprechen, tagesaktuell einsteigen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat soeben die ungleiche Verteilung der Vakzine auf der Welt, also Stichwort Corona, scharf kritisiert. Von den weltweit 5,7 Milliarden verabreichten Impfdosen sind bislang nur 2% in Afrika verimpft worden. Dabei hat Afrika 1,3 Milliarden Menschen. Corona ist erst vorüber, wenn die Pandemie in allen Teilen der Welt unter Kontrolle ist, heißt es immer wieder. Frau Eid, teilen Sie die Kritik des UN-Generalsekretärs? Ja, die teile ich sehr, und zwar nicht erst seit heute, sondern es ist beschämend und auch ein wirkliches Ärgernis, dass es so lange dauert, so langsam geht. Ich habe heute gehört, dass zum Beispiel in Kanada auf eine Person 8 Dosen kommen, in Europa auf eine Person 4 Dosen. Und wenn ich dann sehe, dass bei uns sich sehr viele immer noch weigern, sich impfen zu lassen, wo man gleichzeitig in anderen Kontinenten sehnlichst auf den Impfstoff wartet, dann ist das für mich unbegreiflich. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass es nicht nur darum geht, jetzt vorhandenen Impfstoff zu verteilen, weil natürlich auch ich weiß, dass
technologisch das manchmal sehr schwierig ist, weil manche Impfstoffe ja auch tief gekühlt sein müssen. Deswegen halte ich es für dringend erforderlich, dass man die Produktionskapazitäten in Afrika aufbaut und stärkt. Deswegen, ich hoffe, dass auch bei der UNO, also nicht nur über Verteilung der Impfstoffe geredet wird, sondern auch ganz massiv Länder sich bereit erklären, die Produktionskapazitäten in Afrika mit aufbauen zu helfen, damit dort, wie ja vorgesehen, in Ruanda, im Senegal und auch in Südafrika entsprechende Industrien aufgebaut werden können. Das halte ich für das eigentlich Wichtige, was dringend angesagt ist. Herr Kuchlenberg, ich reiche mal gleich das Thema an Sie weiter. Wie ist die Situation aktuell in Südafrika? Immer wieder war schon in den letzten Monaten davon die Rede, dass entsprechende Produktionen aufgebaut werden, um Impfstoff herzustellen. In welcher Situation befindet sich Südafrika im Augenblick? Ja, die Lage hat sich ziemlich gewandelt. Also Südafrika ist spät aus der Blocke gekommen, am Anfang, um Vakzinen zu bestellen. Jetzt haben wir, und wir produzieren sogar Vakzine unter Lizenz für ausländische Firmen. Leider mussten wir von der ersten Produktion zurück exportieren nach Europa und im Norden. Das war eine Vertragsbedingung, dass obwohl man es hier produziert haben, haben wir es wieder weitergegeben. Aber immerhin geht es uns besser als viele Nachbarstaaten. Wir haben etwa 16 Millionen Menschen jetzt in Südafrika, die schon die erste Impfung bekommen haben. Also wir haben genug Vakzine zurzeit, aber es geht trotzdem sehr langsam, um es umzusetzen, weil in vielen Fällen haben wir nicht genug Gesundheitspersonal. Und die Menschen, die normalen Menschen, zögert sich impfen zu lassen, aus welchen Gründen auch. Es ist nicht so einfach, um es umzusetzen. Und ich stimme zu, dass ich weiß, Erzbischof Makhoba und Sepuka, die haben sich sehr eingesetzt für verschiedene internationale Gipfel, dass man Afrika also ihre gerechte Teil geben soll. Mit der gleichen Begründung, dass diese Pandemie trifft alle. Und schaut, wie wir gegenseitig voneinander abhängig sind. Ich weiß nicht, ob Christian dazu noch was sagen möchte. Aber es geht uns besser, aber es geht uns noch gar nicht gut. Bevor ich gleich Herrn Endres in unser Gespräch einbeziehe, nochmal zu Ihnen, Frau Eid. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja mit COVAX eigentlich eine Plattform, die eigens dafür geschaffen wurde. Ich nehme das Stichwort Gerechtigkeit, gerechte Verteilung von Herrn Kuchlenberg auf, genau für diese zu sorgen. Nun hat die COVAX-Initiative durchaus auch die Mittel, aber es gibt keinen Impfstoff, den Sie kaufen können. Ist das COVAX-Modell gescheitert? Wie wirkt diese Initiative auf Sie? Also es ist ja kein Geheimnis, dass COVAX wirklich außerordentlich schleppend anläuft. Das ist eigentlich nicht zu akzeptieren, aber alles, was so unheimlich zentral abläuft, ist manchmal sehr schleppend. Ich halte es im Prinzip für eine gute Einrichtung. Wir haben ja auch gesehen, dass in der EU gemeinsam der Impfstoff eingekauft wurde und damit natürlich auch alle dann auch bedacht worden sind. Aber ein Problem ist natürlich auch, ich meine, Indien ist der größte Impfstoffproduzent. Und Indien hat ja vor einigen Monaten den Export gestoppt. Das heißt also, selbst Länder, die von Indien Impfstoffe gekauft hatten, sind nicht beliefert worden. Also hier sehen wir eine ganz komplizierte Gemengelage. Und ich hoffe, dass der heutige Gipfel in New York hier einen neuen Impuls gegeben hat, sodass es jetzt alles schneller geht. Herr Endres, Corona wütet jetzt schon 1,5 Jahre und hinterlässt tiefe Spuren in allen Teilen der Welt. Im Blick auf Afrika, meine Frage an Sie, Ihre Einschätzung, wie verändert Corona mittel- und langfristig die Entwicklung auf dem Kontinent? Sehr große Frage direkt auf den Anhieb. Vielen Dank.
Ich denke, es ist normal, sich zu überlegen in Afrika, dass das Bild sehr differenziert ist. Also ein großer Kontinent, viele verschiedene Gegebenheiten. Ich denke, das Erste zu berücksichtigen ist, dass generell demografisch gesehen die Bevölkerung viel jünger ist und dass deswegen auch von Corona weniger Effekte zu sehen sind als vielleicht in anderen Kontinenten. Auf der anderen Seite ist natürlich das Gesundheitssystem viel schwächer und das sind dann so ausgleichende Faktoren. Nichtsdestotrotz würde ich erwarten, dass es viel weniger direkte Folgen durch Corona in Afrika zu sehen gibt. Allerdings andere Folgen werden viel verheerender sein. Der erste Effekt ist in der Bildung, und zwar weil Schulung unterbrochen ist und das ist sehr schwer nachzuholen. Der zweite Effekt ist in der Struktur des Staates und der Struktur des Gesundheitswesens. Es sind viele Krankenschwestern, Ärzte, Spezialisten gestorben. Es sind viele Regierungsarbeiter gestorben, die generell im Älteren, die ein bisschen älter sind. Und da generell in Afrika die Dichte des Staates relativ dünn ist im Vergleich zu der Bevölkerung, ist das verheerend. Wenn man einen Onkologen im Land hat, der 65 ist und stirbt, dann ist natürlich der Effekt riesig, weil der Folgeeffekt über das ganze System sich spült. Also ich denke, mit Corona, die erste Folge ist nicht so eindeutig für Afrika zu entscheiden, aber ich glaube, die Folgeeffekte werden sehr schlimm sein im Sinne von einem verfallenden Bildungssystem und Regierungen, die wir halt wirklich einen großen Schritt zurücknehmen, weil sie intern auch viel von ihrer Kapazität verloren haben. Ich denke allerdings, dass wie normal man auch positive herausziehen kann. Ich denke, dass die afrikanischen Staaten auch viel stärker miteinander sprechen, dass man einen großen Ansatz macht, um diese große Herausforderung zusammen zu meistern und auch im internationalen Bereich zusammen aufzutreten. Und das sind positive Effekte, die man nicht vergessen sollte. Also es ist nicht nur Krise, man sollte auch gucken, wo die positive sind. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, Corona im kurzen Sinne vielleicht nicht so schlimm wie in manchen anderen Teilen, direkte Tote, aber dann müssen wir erwarten, dass immer mehr Tote kommen werden, weil der Staat verfällt, weil das Bildungssystem so geschwächt ist, die Wirtschaften immer mehr zusammenbrechen werden. Und also ich würde eher darauf ein Auge gucken, was über die nächsten 2 bis 5 Jahre passiert und dann im Bildungseffekt sogar noch über länger als jetzt über die nächsten 6 Monate. Ich nehme mal gleich eine Frage aus dem Chat auf. Hat Südafrika die Kapazität, Generika herzustellen und hat sich die Regierung dafür eingesetzt? Herr Kuchlenberg, vielleicht können Sie diese Frage beantworten. Nein, leider nicht. Ich habe nicht, es sei denn, dass Christian was wusste. Ich kann nicht dazu reagieren. Ich habe dazu keine Information. Ich weiß nur wenig. Der erste Punkt ist, dass man sich nicht für Generika eingesetzt hat, weil man haben wollte, dass das Patent aufgehoben wird. Insofern wäre dann alles generik. Von der Produktion her kann Südafrika sehr viel produzieren und wird jetzt auch sehr viel produzieren. Ich denke, das Problem ist nicht so sehr Produktion, sondern die Verteilung in dem Land. In Südafrika ist da ein Vorzeigeschild für den Rest des Kontinents. Man hat schon die Impfdosen hier. Man schafft es nicht, die Dosen in die Arme zu kriegen der Menschen, weil man nichts an sie rankommt auf dem Land oder weil es Verschwörungstheorien gibt oder weil die Leute arbeiten gehen müssen, weil sie sonst nicht essen können. Und das sind Schwierigkeiten, die sich halt über den Kontinent auch zu sehen sind. Also ich glaube, Produktion ist nur ein Teil des Puzzles, das man eigentlich lösen muss. Also im Sinne von Generika, ich glaube, dass das wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Frage ist. Produktion ist möglich. Impfungen zu erhalten ist möglich, sie in die Arme zu kriegen. Das ist eine große Herausforderung. Herr Kuchlenberg, in der Zeit der Pandemie haben wir beide bislang 3 Interviews in bestimmten zeitlichen Abständen miteinander geführt. Sie haben im Juni 2020 schon darauf hingewiesen in einem Gespräch, dass die soziale Lage in Südafrika alarmierend ist und die sozialen Spannungen immer weiter ansteigen. Im Januar 2021 sagten Sie, der Nährboden für soziale Spannungen ist groß. Und jetzt im Juli kam es zu gewaltsamen Protesten, ja fast bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Was war der Auslöser?
Ja, also es gibt unter politischen Analysten einen Konsens, dass die Verhaftung von ehemaligen Präsident Zuma der Auslöser war. Die Tatsache, dass er sich geweigert hat, eine Sonderkommission zu beteiligen, die diese State Capture im Land untersucht haben, und er sich einfach glatt geweigert hat. Das war der Auslöser, aber da waren andere Faktoren, die auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Zum Beispiel, also natürlich die massiven Arbeitslosigkeit und Armut, Verzweiflung von Menschen, Lockdown in Covid hat viele Menschen ihre Jobs gekostet und noch mehr die Lage intensiviert. Wir hatten schon eine Wirtschaftskrise vor Covid, aber es ist einfach viel, viel intensiver geworden. Es gibt auch natürlich Hinweise, dass es nicht die armen Leute, was sie diese gesteuert hat. Das wird von einer Elite gesteuert. Und wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, alle sind versichert, dass hochrangige ANC-Mitglieder und Beamten im Staatsbereich das gesteuert hat. Also das hängt mit verschiedenen Fraktionen innerhalb von ANC zusammen. Das ist ganz klar, dass das nicht zufällig war. Man wollte zeigen und man betrachtet es als auch einen Anschlag auf die Führung von Präsident Ramaphosa. Man wollte zeigen, dass er schwach ist, dass er nicht die Lage unter Kontrolle hat. Und dazu auch alarmierend, da waren einige ethnische Mobilisierungstöne, etwa von Zulus gegen den Rest. Also die Art, und das kommt seit langem, aber diese Aufbruch auf einmal haben verschiedene von diesen Elementen, dass man eigentlich sagt, dass dieser Konflikt hängt direkt zusammen mit dem Konflikt innerhalb vom ANC. Und das ist einer unserer Hauptprobleme, dass die ANC als Partei mit ihren internen Problemen spielt rüber oder das beeinflusst das ganze Land. Und dass er natürlich auch seit Südafrikas Ansehen als langfristiges Investitionsziel sehr geschadet, dass wir ein friedliches Land ist und dass alle sich wohlfühlen können. So Auslöser was die Verhaftung, aber andere Faktoren haben auch eine wichtige Rolle gespielt. Ich möchte auch zum Schluss sagen, dass da waren auch positive Sachen zu sehen. In einem Moment, wo die Regierung total versagt hat. Sie haben es nicht geahnt, die waren nicht vorbereitet. Und in dieser schlimmen Lage für 2 Wochen haben die keine Rolle gespielt. Normale Menschen aus allen Rassengruppen, über alle Unterschiede hinweg, haben sich gegenseitig geholfen, Essen zu bekommen, ohne Fragen zu stellen. Das war eigentlich unglaublich zu sehen, dass wenn eine Regierung total versagt, dass normale Menschen in der Lage ist zu leben und andere zu helfen. Das finde ich sehr positiv. Herr Kuchlenberg, Südafrika leidet unter vielen Krisen. Sie haben es schon angedeutet. Über die Soziale haben wir schon ein bisschen was gehört. Was ist denn aus Ihrer Sicht die vielleicht schwerste Krise? Können Sie uns mal ein Bild der Situation Südafrikas vor Augen führen? Ich habe schon angedeutet, das ist eine unglaublich schwierige Frage, kurz zu beantworten. Aber gewissermaßen reden viele darüber in Südafrika. Und ich werde versuchen, das kurz zu fassen. Also grundsätzlich ist unsere Hauptkrise eine politische Krise. Und es ist besonders eine politische Krise, weil Mualetsi Mbeki hat gesagt, wir haben es nicht geschafft, eine echte Demokratie in Südafrika umzusetzen. Wir haben das zentrale Problem, ist also ein Versagen von echter Demokratie. Wir haben immer noch keine Mehrparteidemokratie, die effektiv funktioniert. Wir haben praktisch einen Einparteistaat und deswegen keine Accountability, weil die Regierung vergeben sehr viele soziale Zuschüsse, besonders für die schwarze Mehrheit und arme Teil von der Bevölkerung. Und sie ist unangefechtet. Wir haben keine Opposition, die Rolle der ANC gefährden zurzeit. Dazu kommt, dass diese Wirtschafts- oder diese Demokratiefrage hat schon Wurzeln in der Befreiungskampf. Und ich möchte dazu ein oder zwei Dinge sagen. Vor kurzem
ist da eine neue Biografie erschienen, die für Menschen, die sich für Südafrika interessieren, die sich das schaffen können. Es gibt ein Buch von Luthando Daiso, weiß ich, ob ich das richtig ausspreche, mit dem Titel Exile, From Exile to Exoneration. Der war ein ANC-Kämpfer, der in Angola das berüchtigte Quatro ANC-Lagers überlebt hat. Er wurde gefoltert nach der 76 Jugendaufstand in Südafrika von Soweto. Sind eine ganze Reihe von Jugendlichen nach im Ausland gegangen, um sich bei der ANC anzuschließen im Ausland, damit sie Militärtraining bekommen könnte. Und diese Jugendlichen wollten nicht in Angola kämpfen, in einen Bürgerkrieg. Und sie haben nur gesagt, sie haben vieles befragt, wie das in Lager hervorgeht. Aber die sind hart, also die Führung in diese Quattro Camp, haben sie einfach gefoltert und manche sind getötet worden. Die haben keine Rückfrage erlaubt. Und in sein Buch, er hat das alles überlebt, ein unglaublich poetisches Buch geschrieben. Ich will nur etwas kurz zitieren. Verzeih mir, wenn ich das mache, aber ich denke, das ist Teil von unserem Erbe, die wir verarbeiten müssen. Er sagte zum Beispiel, es ist mein Wunsch, die Tatsache zu beleuchten, dass das politische und wirtschaftliche Krise, die wir derzeit in Südafrika sehen, ihr Fundament im Exil hatte. Die Sicherheitsabteilung des ANC sorgte dafür, dass die Angst vor ihnen in der allgemeinen Mitgliedschaft bedeutet, dass sie alles ungestraft tun konnte. Es gab keine Rechenschaftspflicht oder Transparenz und jede abweichende Stimme wurde bestenfalls eingesperrt oder schlimmstenfalls kann man totendet. Dann geht er weiter und sagt in der Einführung, der ANC ist in dem Exil von ihrem richtigen Weg abgewichen. Die Grundlage für eine demokratische Gesellschaft, die auf Ethik, Integrität, Rechenschaftspflicht basiert, wurde durch Elitismus, Straflosigkeit, Selbstverherrlichung, Gier, Korruption ersetzt. Und er schreibt es, weil er so enttäuscht war für die ANC als Befreiungsbewegung, dass die Prinzipien, die man verherrlicht haben, wurde in die ANC selbst gar nicht umgesetzt. Das nur als kurzer Hintergrund, weil ich denke, dass das sagt viel, dass diese Krise, die man hat, schon aus der Befreiungszeit kommt. Frau Eid? Ja, ich würde dazu gerne was sagen, Herr Kuchelenberg. Sie haben das völlig richtig getroffen, auch das Zitat, wobei es nicht nur eine Frage des Exils ist. Ich habe früher sehr Befreiungsbewegungen unterstützt aus Deutschland heraus, politisch, die anschließend eine Regierung übernommen haben. Und man kann bei vielen Organisationen, die früher eine erfolgreiche Befreiungsbewegung waren, bei denen kann man beobachten, dass sie völlig versagen, wenn sie eine zivile Regierung führen müssen. Ich nenne Eritrea. Ich habe 3 Jahre nach der Unabhängigkeit oder während des Referendums in Eritrea gelebt und gearbeitet, hatte aber vorher politisch den Befreiungskampf der eritreischen Befreiungsbewegung unterstützt. Und was ganz furchtbar ist zu erkennen, dass diese Leute nicht in der Lage sind, das, was sie an Prinzipien in ihrem Befreiungskampf propagiert haben, nämlich Demokratie, Mehrparteiensystem, das war das Programm der Eritreischen Volksbefreiungsbewegung, nicht umgesetzt haben. Warum nicht? Weil sie das zentralistische Denken, Geheimnistuerei, Befehle von oben nach unten, das hat in einem zivilen Rechtsstaat nichts zu suchen, hat keinen Platz. Aber diese Personen schaffen es nicht, sich selber zu verändern
Und ja, zu merken, sie leben nicht mehr in einem Kriegszustand, sondern in einem Staat, der sich demokratisieren muss und der ein Rechtsstaat werden soll. Also das heißt, hier sind durchaus Parallelen zu anderen Ländern, wobei eben Südafrika viel, viel stärker im Fokus steht als ein kleines Land am Roten Meer wie Eritrea. Also ich fand es jetzt ganz prima, also wie Sie das nochmal dargelegt haben, auch wenn es ganz furchtbar ist, ja, dass es so ist. Im Chat wird die Frage gestellt nach dem Buchtitel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles, was an Literatur genannt wird, und ich habe am Ende auch noch mal einen Literaturhinweis, werden wir in einem Bericht über das Gespräch auf unserer Website dokumentieren. Dann können Sie das in Ruhe noch einmal nachlesen. Das ist ein kleiner Service, den wir gerne anbieten. Ich stelle mal die Frage an den Politologen. Herr Endres, wenn man die Entwicklung jetzt über die letzten fast drei Jahrzehnte Südafrikas anguckt, hatte ja der ANC mit Nelson Mandela eigentlich ideale Voraussetzungen, um die Brücke in die Demokratie zu bauen. Und die Hoffnung, die mit Mandela das Land erfasste, die ist ja gigantisch gewesen. Jetzt ist mit Cyril Ramaphosa ein Präsident im Amt, der eigentlich von Nelson Mandela, so habe ich das mal gelesen, als Nachfolger so in Aussicht genommen wurde. Es kam anders und wir haben ja einen Amtsinhaber, gerade schon Jacob Zuma, hier diskutiert, unter dem das Land in Korruption ja beinahe zu versinken drohte. Wie können Sie uns mit Ihrer Expertise helfen, diese Entwicklung einzuordnen? Ich denke, es ist immer wichtig, den Unterschied zwischen den Worten und den Taten zu erkennen. Die Herausforderungen der frühen Tage der Demokratie waren sehr anders als die Herausforderungen, die uns jetzt gegenüberstehen. In manchem Sinne, wir kamen aus der Zeit der Apartheid mit einem eindeutigen Feindbild, mit einem eindeutigen Bild, wo es hingehen sollte. Und das Leben war leicht, weil man ein Feindbild hatte und ein Ziel hatte. Und wir sprachen von dieser Struktur der Leute im Exil. Ich wollte dazu bringen, was danach kam. Und zwar, wir werfen dieses Wort in Südafrika sehr viel, State Capture. Also der Staat wurde gekapert. Aber davor wurde die ANC gekapert. Also sie wurde zuerst von den Exilanten gekapert, die halt intern eine sekundäre Struktur machten zur ANC und der ANC steuert den Staat. Die zweite Generation, die jetzt nachkommt, es ist besser, im Zügen einer Mafia oder einer Räuberbaronen zu denken. Das sind Leute, als die ANC anfingen dann zu regieren in Südafrika, mussten sie ja erstmal Strukturen aufbauen, die überhaupt das Land umfasste. Die ANC kam von draußen rein, sie haben andere Organisationen auch eingeleibt, die Verbindungen hatten in die generelle Bevölkerung, aber sie mussten erstmal eine Struktur umbauen. Und diese Struktur, die sich erstellte, wurde sehr schnell durch patrimoniale Systeme geprägt. Also es ging darum, die Position zu kriegen, damit man seine Unterstützer bezahlen kann. Und das ging den ganzen Weg hoch. Und die Leute, die dieses Spiel am besten beherrschten, die sind nach oben geklommen. Und die sind jetzt direkt an der Tür am Eingang zum Präsidentenpult. Cyril Ramaphosa ist noch von der alten Garde. Er war einer der Leute, dem man Prinzipien zuschreibt. Aber ich denke, diese zweite Reihe in der ANC, das sollte man nicht missverstehen. Das hat mit Ideologie wenig zu tun. Man schmückt sich mit den Worten der Ideologie, um wirklich Selbstbereicherung durchzuziehen. Und man sollte halt, ich glaube, den Leuten eher an ihren Taten glauben als ihren Worten. Wenn wir sehen, wie viel Geld gestohlen wurde während dieser Covid-Krise, das ist nicht vorbei. Das ging nicht vorbei, als Jacob Zuma weg war. Die ANC ist von oben bis unten marode. Und wir sprachen vorher davon, was ist jetzt durch die Covid-Situation in Südafrika passiert. Es gab eine massive Beschleunigung der generellen Trends. Und der Trend war eines des Verfalls.
Verfall des ANCs und Verfall des Staates. Ich schätze, dass wir eine Beschleunigung von 15 Jahren in einem Jahr hatten. Kein Geld, keine politische Macht, keine Autorität. Die Menschen glauben dem ANC nicht mehr. Es hat sich gezeigt, dass der Staat nichts liefern kann, dass der ANC nichts liefern möchte oder kann. Und dadurch ist der Wettbewerb innerhalb der ANC auch plötzlich viel schärfer geworden. Denn es gibt weniger Ressourcen, die verteilt werden können. Vorher hat man seine Gegner einfach abgekauft. Es gibt kein Geld mehr zum Abkaufen. Und deshalb denke ich, dass Südafrika wirklich durch eine schwierige Periode jetzt geht. Und es wird eine prägende Periode sein, weil die Substanz der Demokratie jetzt gebaut werden muss. Wir hatten vorher nicht die Substanz, sondern wir hatten die Form. Und es war eine sehr schöne Form und auch die richtige Form. Aber wenn die Substanz jetzt nicht bald kommt, um diese Form zu füllen, dann kann es in jede Richtung losgehen. So wie der ANC schrumpft und seine Autorität verliert, erhoffen wir natürlich, dass die Oppositionsparteien immer stärker werden und von dem Volk auserkoren werden, um praktisch diese Räuberbarone aus dem Weg zu schieben. Aber ich denke, die große Sorge ist, dass es entweder eine Opposition gibt, die halt in den Populismus schweift, oder dass der Vakuum nicht gefüllt wird. Und das ist, was im Moment passieren ist. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung wählt nicht. Und zum größten Teil sind es junge Menschen, die nicht wählen. Wählen ist eine Gewohnheit. Meistens, wenn man nicht angefangen hat, als junger Mensch zu wählen, dann wird man sein Leben lang auch nicht wählen. Und das ist, glaube ich, eine sehr gefährliche Tendenz, die sich entwickelt in Südafrika. Es gab letztens eine Umfrage, eine Aushebung der Afrobarometer, in dem sie nachfragten, ob Leute denn Interesse daran hätten, wenn jemand nicht demokratisch Arbeitsstellen liefert. Und wenn ich mich richtig entsinne, sagten 2/3 der Menschen, ja, Demokratie können wir fallen lassen, solange es Arbeitsstellen gibt und es vorangeht. Ich bin immer ein bisschen skeptisch über solche Umfragen, aber generell, ich glaube, sollten wir uns darüber Gedanken machen, was denn jetzt passiert, wenn der Vakuum nicht gefüllt wird, wenn immer mehr junge Menschen keine Zukunft haben, keine Hoffnung haben und nicht an ein politisches System glauben, wie es im Moment der Form nach vor ihnen steht. Ein bedrückendes Bild, das Sie uns vor Augen stellen. Frau Eid, was wäre denn aus Ihrer Sicht so aus der Entfernung betrachtet, wobei Sie ja Südafrika aus vielen Besuchen kennen, was wäre denn nötig, um wieder zu mehr Stabilität zu gelangen? Also bei all dem Negativen, was wir jetzt gehört haben, muss man dennoch sagen, dass es ja auch einige positive Zeichen gibt. Ich nenne mal die freie Presse. Also ich glaube, dass es wenig Länder auf dem afrikanischen Kontinent gibt, wo die Presse so frei ist wie in Südafrika. Das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Das Zweite ist, dass die Zivilgesellschaft sehr aktiv ist. Herr Kochelin hat ja vorhin schon beschrieben, wie in der furchtbaren Situation dieser Aufstände Bürgerinnen und Bürger, egal welcher Ethnie, welchen Berufsstandes, sie gemeinsam zugepackt haben. Also hier, denke ich, ist ein sehr, sehr großes Potenzial vorhanden. Und ich glaube auch, dass man nicht sagen kann, dass es größere Menschenrechtsverletzungen gibt in Südafrika, also von staatlicher Seite. Es gibt eine Menschenrechtskommission, es gibt sowas wie eine Ombudsfrau. Also das heißt, hier sind Einrichtungen, die doch genau hinschauen, und die Justiz ist unabhängig. Das muss man einfach sehen. Nicht zuletzt wurde dies ja unter Beweis gestellt, dass die Justiz nicht davor zurückgeschreckt hat, den früheren Präsidenten jetzt doch in Haft zu nehmen. Also das heißt, hier sind stabile Faktoren, auch wenn sie vielleicht wanken mögen, aber trotzdem, ich halte das für eine ganz wichtige Voraussetzung. Das ist das Innenpolitische. Der andere Aspekt ist, ich glaube, dass Südafrika auch durch
Kooperation mit anderen Strukturen, ich will mal so sagen, unter den Arm genommen werden kann. Ja? Also wenn Südafrika Mitglied ist der G20-Staatengruppe oder jetzt schon in diesem Jahrtausend schon dreimal einen nicht ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat hatte, dann sind dies ja doch Strukturen, in die Südafrika eingebunden ist und dadurch vielleicht auch eine gewisse Stabilität von außen bekommt. Also das sind so ganz unterschiedliche Facetten und Aspekte, die mich nicht ganz hoffnungslos erscheinen lassen. Hinzu kommt, ich meine, Südafrika ist Sitz des panafrikanischen Parlamentes. Ja? Also praktisch das, also ein bisschen ein Äquivalent des Europaparlaments, nicht ganz so, aber trotzdem ähnlich. Also das heißt, hier sind auch andere Institutionen in Südafrika, die von Südafrika auch eine Verantwortung abverlangen für demokratische Strukturen. Also all dieses zusammengenommen, denke ich, ja, lässt mich zumindest eher positiv in die Zukunft schauen. Eine Frage aus dem Chat. Herr Kuchlenberg sprach von fehlender Opposition. Wie beurteilen Sie die Etablierung der EFF, der Economic Freedom Fighters? Können Sie uns zu dieser Gruppe etwas sagen, Herr Kuchlenberg? Ja, ich wollte schnell so sagen, ich stimme Frau Eitz völlig zu, dass es gibt auch sehr positive Punkte in Südafrika. Ich will dazu sagen, ein ehemaliger Richter Cameron hat gesagt, wir haben eine wunderbare Verfassung. Jetzt müssen wir darum kämpfen, dass es praktisch umgesetzt wird. Und das ist die Verantwortlichkeit von jedem Bürger in Südafrika. Wir haben riesige Probleme, aber wir müssen darum kämpfen, dass diese Verfassungsprinzipien umgesetzt werden. Also die fehlende Opposition hängt damit zu, da gibt es sehr interessante Publikationen, die ich teilen kann. Wie analysiert man die Wählerschaft von ANC und die von anderen Parteien? Ich habe schon erwähnt, dass weil die Regierung viel soziale Zulagen vergeben können, haben die völlig Kontrolle über die größte Teil von armen Leuten in Südafrika. Die EFF ist eine populistische Partei, die eigentlich aus dem ANC abstammt, die meiner Meinung nach sehr gefährlich ist, aber das ist die Partei, die wahrscheinlich in der kommenden Wahl Anfang November, Lokalwahlen, am besten abschneiden wird, also viel zugewinnen wird, weil sie also absolut unrealistische Forderungen stellt. Und also das ist keine positive Entwicklung für Südafrika, wenn diese Populisten mehr und mehr also an Gewicht bekommen. Umso mehr müssen wir in der Zivilgesellschaft darum kämpfen, dass wir ein Balance in der echten Dialog schaffen können. Wir hatten gerne jetzt drei Webinars mit Hilfe von Konrad Adenauer genau durchgeführt, um zu fragen, wie löst man eine solche nationale Krise, wenn es scheint, als ob die normale Politik das nicht schafft. Und dazu nur ein Zitat von Professor Raymond Sattner, der selbst ein ANC-Mitglied war, hat neulich vor zwei Wochen geschrieben, leider hat er gesagt, kann normale Wahlen nicht unser Problem lösen. Und dann sagte er, ich zitiere ihn, bedauerlicherweise gibt es keine schnellen Lösungen für die aktuelle Krise und es bedarf einer umfassenden Konsultation und Einbeziehung von Menschen aus einer Reihe von Sektoren, die ihr Land lieben und sein demokratisches Leben erneuern wollen. Kommende von jemandem, der im Zentrum von ANC stand, sagt das viel, wenn man sagt, dass die normale Politik jetzt nicht eine Lösung hat für unsere Lage. Aber ich sage ehrlich, das ist eine gefährliche Lage. Und einer unserer führenden Wirtschaftler, Bunang Mohale, hat gesagt, es kann noch zu Plünderungen kommen, wenn man dieses Problem nicht anspricht. Wenn Arbeitslosigkeit für Jugendliche liegt bei 46% zurzeit. Also das ist eine Bombe. Wir setzen auf eine Bombe. Und die Regierung scheint nicht in der Lage zu sein, das mit einer Lösung zu kommen, die sozial und wirtschaftlich
Sinn macht. Einer der Probleme mit dem ANC ist, die hören nicht zu auf Experten aus der Akademie, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft. Südafrika hat wunderbare Universitäten und viele Experten, aber man hört nicht auf sie. Darüber beklagt alle sich, die Kirchen beklagen sich darüber, die Wirtschaft beklagen sich darüber. Ja, das ist die Herausforderung, die wir haben. Bevor wir über die Demokratie in Südafrika, die Zivilgesellschaft, hier im Chat wird auch nach der Rolle der Religionen und Kirchen gefragt. Bevor wir dazu kommen, würde ich noch mal gerne bei Ihnen, Frau Eid, nachfragen. Was bedeutet denn die, und bleiben wir mal bei dem Stichwort Schwäche, wenn wir über Südafrika sprechen in seiner jetzigen Situation, was bedeutet die Schwäche Südafrikas unter den wirtschaftlichen, sozialen Aspekten denn für andere Länder Afrikas und für den gesamten Kontinent? Sie haben gesagt, Afrika hat eine wichtige Funktion und begegnet uns jetzt im Augenblick in der Wahrnehmung der Schwäche. Was löst das bei anderen Ländern aus? Die Frage ist sehr interessant und auch ganz schwierig zu beantworten. Also Südafrika, als die Apartheid abgeschafft wurde, haben sich alle, auch die Frontstaaten, alle gefreut. Gleichzeitig haben alle Angst davor gehabt, dass Südafrika hegemonial wird. Und ich habe immer mit meinen südafrikanischen Freunden und Kollegen darüber gesprochen, dass Südafrika sich in einer ähnlichen Situation befindet wie Deutschland. Alle wollen, dass Deutschland führt, beziehungsweise Südafrika vorangeht, aber alle haben gleichzeitig Angst. Ja? Frau Dr. Eid, jetzt ist das Mikrofon irgendwie, also es ist zwar an, aber... Leider verstehen wir Sie jetzt nicht. Lautstärke? Ja. Ich glaube, Sie sind an den Lautstärkeregler gekommen. Angemacht sind Sie dran? Ja, genau. Jetzt kommt, das war die Lautstärke. Bitte. Okay. Das heißt also, Südafrika, man erwartet von Südafrika, dass es stärker auf dem afrikanischen Kontinent aktiv wird. Was ich im Moment sehe bei der wirtschaftlichen Schwäche ist, dass Südafrika vielleicht als Motor im Frau Dr. Eid, entschuldigen Sie, dass ich Sie nochmal unterbreche. Die Lautstärke ist gerade wieder etwas abgesunken. Ja, es tut mir leid, es liegt hier. Ich weiß auch nicht, auch das Bild bei mir flimmert. Ich würde folgenden Vorschlag machen, ob Sie sich nochmal neu einwählen und wir Sie nochmal dazu nehmen. Prima. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte um Nachsicht, dass wir immer mal wieder mit technischen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und ich würde jetzt mal, um die Zeit etwas zu nutzen, Herrn Endres fragen. Institutionen wie die Konrad-Adenauer-Stiftung zielen ja mit ihren Aktivitäten, wo auch immer sie sind, auf Stärkung der Demokratie und der Zivilgesellschaft. Würden Sie sagen, dass die Demokratie in Südafrika gefährdet ist? Also erstens vielen Dank, weil Sie mir natürlich die Gelegenheit geben, ein wenig von unserer Arbeit zu erzählen und auch von dem Wert, den wir hier schaffen. Ich würde als erstes sagen, unsere Arbeit ist wirklich, hat zwei Fokuspunkte. Das erste ist, neuen Parteien zu helfen, dass sie sich etablieren und Oppositionsparteien zu stärken. Also diese ganze Energie, die in der Zivilgesellschaft liegt, auch durch die Parteien in das System, in das Parlament hineinzubringen. Also anstatt, dass dieser Vakuum, den ich vorher beschrieben wird, leer bleibt oder von etwas gefüllt wird, was halt nicht demokratisch funktioniert, ist unsere Idee wirklich, dass die Parteien diese ganze Energie hineinzieht. Und der zweite Teil ist, dass die Zivilgesellschaft weiter gestärkt wird. Es muss daran erinnert werden, dass Jacob Zuma aus dem Amt gejagt wurde wegen der Zivilgesellschaft. Er kam unter enormen Druck von wirklich allen Akteuren in der Gesellschaft.
Und der ANC musste handeln. Er musste Jacob Zuma entfernen. Dadurch hat sich der Druck gelassen, hat sich der Druck verringert und dadurch hat sich die Zivilgesellschaft auch wieder etwas verteilt in den letzten 10 Jahren. In den letzten 5, 6 Jahren. Und die Frage ist halt, wie wir die Zivilgesellschaft weiter politisch aktiv halten können und dass sie dann auch wirklich in den politischen Bereich eintreten und in dem politischen Bereich arbeiten. Die Frage der Demokratie, ob die Demokratie in Südafrika gefährdet ist, ist eine Frage der Definition von Demokratie. Ich denke, dass die Substanz der Demokratie oder die Form der Demokratie in Südafrika nicht gefährdet ist. Wir werden weiter Wahlen haben, die mehr oder minder frei sind. Wir werden weiter ein Parlament haben. Wir werden weiter eine Sorte von Rechtsstaat haben. Ich denke, in der Substanz die Frage kommt, werden wir wirklich dazu kommen, dass wir nicht einen dominanten Parteistaat haben, sondern dass tatsächlich mehrere Parteien miteinander arbeiten müssen. Und ich denke, dass die Wahl, die jetzt kommt, eine sehr interessante Zeit beginnen wird. Und zwar werden wir den ANC zum ersten Mal unter einer absoluten Mehrheit sehen in vielen Stellen. Und dann fängt das Koalitionsgebilde an. Und die Struktur der südafrikanischen Demokratie ist sehr koalitionsfreudig. Und das ist halt komplett entgegen von dem, was wir die letzten 30 Jahre, fast 30 Jahre erfahren haben. Und das wird anfangs extrem holprig sein. Das haben wir schon gesehen über die letzten 7, 8 Jahre. Dass man einfach nicht weiß, wie man mit Koalitionen umgeht. Aber wenn die richtigen Lektionen gelernt werden, und da möchte die Konrad Adenauer auch wirklich stark mitspielen, dann ist da die Möglichkeit, dass wirklich die Demokratie auch mit Substanz gefüllt wird, weil die Parteien miteinander verhandeln müssen und dadurch mehr Transparenz geschaffen wird gegenüber der Bevölkerung und die Zivilgesellschaft auch stärker einwirken kann auf die Regierung. Also von der Konrad Adenauer Position her sind wir nicht komplett pessimistisch. Wir sehen, wo die Hebel sind. Die Frage ist, ob man die Hebel schnell genug umwerfen kann, bevor halt falsche Elemente den Staat kapern oder die ANC wirklich in den Grund rennen können. Also wir sagen immer, in Südafrika ist es eine aufregende Zeit. Aber es ist immer eine aufregende Zeit in Südafrika. Und deshalb leben wir auch gerne hier, weil es immer spannend bleibt. Ich denke, dass Dr. Kochlenberg uns ein bisschen mehr auch erzählen kann über die Kirchen, da das seine spezifische Stärke ist. Und wir arbeiten auch zum Beispiel sehr gerne mit Organisationen wie die EFSA, wegen ihrer Expertise. Bevor Herr Kochlenberg das macht, freue ich mich, dass Frau Eid sich wieder zugeschaltet hat. Wir haben gerade über die Arbeit der Adenauer Stiftung etwas gesprochen unter dieser zugespitzten Frage, wenn man Demokratie und Zivilgesellschaft in einem Land stärken will, ist die Demokratie in Südafrika gefährdet. Frau Eid, ich will bei Ihnen nochmal zurückkommen zu dem Thema, das wir gerade beleuchteten, die Schwäche Südafrikas. Welche Auswirkungen hat sie auf andere Länder, Subsahara-Afrika? Jetzt hoffe ich, dass das Mikrofon passt. Ich hoffe es auch. Probieren wir es mal. Prima. Ja, also zunächst mal wirtschaftlich hat es durchaus Auswirkungen, denn andere Staaten, wo zum Beispiel Zuliefererfirmen sich angesiedelt haben, die werden natürlich auch von der ökonomischen, von der wirtschaftlichen Schwäche Südafrikas betroffen sein. Aber bei Südafrika sind die zwei Ebenen, nämlich die wirtschaftliche Situation und die politische Einflussmöglichkeit, das sind unterschiedliche Sphären. Zum Beispiel hat ja gerade der Präsident Ramaphosa gerade im August von SADC den Vorsitz übertragen bekommen für das Verteidigungs- und Stabilitätsmechanismus. Und er hat daraufhin 1500 Soldaten zugesagt, um sie nach Cabo Delgado zu schicken, um dort mit den Ruandern zusammen versuchen, den islamischen Terrorismus zu bekämpfen. Also hier hat Südafrika im Rahmen des SADC eine Verantwortung übernommen. Er hat auch weiterhin das Mandat, zum Beispiel als Sonderbeauftragter in Lesotho zu verhandeln und zu schauen, dass in Lesotho die innenpolitischen Probleme gelöst werden können. Also man sieht, dass Südafrika immer noch eine wichtige kontinentale oder subkontinentale Rolle spielt. Man darf auch nicht vergessen, dass
zum Beispiel die Agenda 2063, die ja unter südafrikanischer Führung, wenn man so will, von Frau Dlamini Zuma ist ja dieses panafrikanische Programm entstanden. Sie wird ja sogar noch als Mutter der Agenda 2063 bezeichnet. Und diese Agenda 2063 unter südafrikanischer Federführung ist das große Zielkonglomerat für die Zukunft Südafrikas. Also hier sieht man doch, dass Südafrika und die Politiker aus Südafrika, die auf dem Kontinent und international eine Rolle spielen, dass die ihren Einfluss noch nicht verloren haben. Also von daher ist die wirtschaftliche Situation und auch die soziale Situation innerhalb Südafrikas gar nicht vergleichbar mit der Erwartung und auch der Einbindung Südafrikas in multilateralen Entscheidungsgremien. Herr Kohlenberg, zurück zum Thema Zivilgesellschaft. Wir kommen gleich, Frau Eid, nochmal auch auf die Agenda 2063 zu sprechen. Herr Kohlenberg, ohne eine funktionierende Zivilgesellschaft werden wir die Probleme des Landes nicht lösen können in Südafrika. Das haben Sie mal in einem Interview gesagt. Wie gut ist denn aktuell die Zivilgesellschaft Südafrikas? Ja, das kann man nicht so glatt schnell beantworten, denn Corona haben auch die Zivilgesellschaft sehr geschadet. Alle Non-Profits, weil die wenige Programme umsetzen können, kriegen die wenige Mittel. Und normalerweise kann man nur also Mitarbeiter behalten, wenn man Programme umsetzt. So in einer finanziellen Hinsicht geht es vielen Non-Profits und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen haben das schwer. Ich sage es ganz offen, genauso auch mit Kirchen. Kirchen, weil die nicht in Südafrika ist die Lage natürlich völlig anders als in Deutschland. Da sind Kirchen abhängig von den Spenden von Gemeindemitgliedern. Und wenn man sich nicht treffen dürfen, dann verliert man glatt an Einkommen. So die Corona hat einen unglaublichen wirtschaftlichen Einfluss auf die Lage in Südafrika und auch der Zivilgesellschaft. Aber immerhin sind die Zivilgesellschaft stark. Und in unserem Webinar mit Konrad Adenauer hat Tudy Maroncella zum Beispiel gesagt, wir brauchen jetzt Führungskräfte, die für die Verfassung kämpfen, um es umzusetzen. Jerry Pillay, sehr bekannte, der ist zurzeit Dekan von der Fakultät Theologie in Pretoria, sagte, die ganze Begriff von, was man auf Englisch nennt, Stewardship, die für die Bewahrung der Schöpfung wichtig ist, für das Umwelt. Wie gehen wir mit den begrenzten Ressourcen in Südafrika um, damit alle daran teilhaben? Also es gibt eine neue Bewusstsein, würde ich fast sagen. Das habe ich in den letzten Seminaren mitbekommen. Über alle Sektoren hinweg sagen Leute, die Situation ist so ernst. Wir müssen jetzt miteinander besser kooperieren. Wir müssen einen neuen Weg finden. Wenn die Regierung dann versagt in bestimmte Ziele, dann müssen wir als Zivilgesellschaft, sei es in Business, sei es in Kirchen, sei es in NGOs, wir müssen enger zusammenarbeiten. Und insofern kann ich nur sagen, wir nehmen diese Rolle an, dass die Frage ist, ob wir die richtigen Sachen ansprechen, nicht so sehr, wie groß die sind. Das war auch im Kampf gegen Apartheid immer der Fall. Da waren im Kampf gegen Apartheid nie alle haben das zugestimmt und die waren nie alle einer Meinung. Aber es hat immer führende Kräfte gegeben, die also diese Rolle gespielt haben, Menschen zu mobilisieren. Und das machen die Kirchen jeden Tag. Und das machen auch sehr viele NGOs, nicht nur die Kirchen. So, ich bin positiv, dass wir diese Aufgabe, dass wir das aufnehmen in der Zivilgesellschaft und wir werden da weiterkämpfen. Das ist unser Land, wir lieben alle diesen Land und wir sollen auch nicht die Politik verteufeln. Auch wenn es ganz schlecht geht zurzeit, ist es unsere Verantwortung, das mitzugestalten und uns dort einzumischen. Das ist übrigens der Ursprung von der Akademiebewegung in Deutschland gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Herr Endres, können Sie uns mal die Zivilgesellschaft in Südafrika etwas näher vorstellen? Was sind es für Kräfte? Und insbesondere, wenn ich schon auf eine Frage in dem Chat schaue, welche Rolle spielen die Kirchen in der Zivilgesellschaft? Wenig gefährlich, das Wort hier zu ergreifen, wenn Dr. Kuchlenburg auch auf dem Anruf, im Anruf ist. Aber das Ausschlaggebende ist, dass tatsächlich knapp 85% der Bevölkerung sich als aktive Christen erkennen oder Kirchgänger. Und es gibt eine starke Identifizierung mit dem christlichen Glauben und auch mit dem oder mit Glauben generell. Das ist eine große Stärke im Land, die, glaube ich, nicht ausgenutzt wird oder beziehungsweise nicht gebraucht wird, um das Land zu stabilisieren. Die große Gelegenheit, ich komme wieder darauf hin zurück, ist, dass man diese stabilisierenden Faktoren gebraucht, um dort einzutreten, wo der Staat im Moment fragil ist. Eine sehr einflussreiche Politikerin, Helen Zille, sagte immer, wir haben eine politische Kultur der Opposition, des Kampfes, des Freiheitskampfes. Und das ist eine Bewegung, die wir jetzt wieder beobachten, ist, dass man sich halt gegen den ANC wendet. Natürlich nicht im gleichen Maße, wie man sich gegen die Apartheid gewendet hat, aber es ist eine Mobilisation über die ganze Bevölkerung, Zivilgesellschaften, Kirchen, Wirtschaft, die sich gegen den ANC wendet. Und wenn immer eine große Veränderung kommt, ist halt die Gefahr, dass man auch viel Schaden zufügen kann. Und ich denke, das ist halt die interessante Periode, die wir wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre sehen werden. Dieser Umbruch, wo der ANC wegfällt und wo dann der Rest der Gesellschaft die Stabilität halten muss, damit was anderes wachsen kann. Man sagte mir auch, dass das damals schon zu Apartheid-Zeiten gesagt wurde. Und zwar im Militär, anscheinend schon in den späten 70ern, sagte man dem Militär, ihr müsst eine Sorte Stabilität halten, damit die Wirtschaft fragil sein kann, damit was Neues aufkommen kann. Wurde mir erzählt von einem Admiral in der Marine. Und ich denke, das ist wirklich, wo wir jetzt die Zeichen sehen. Die Wirtschaft war für lange Zeit absolut mäuschenstill. Man hat nie was aus der Wirtschaft gehört. Es gab dieses Bonmot, es gab noch nie eine Regierung, die die Wirtschaft nicht mag. Und ich denke, dass sich das inzwischen verändert. Also es gibt Organisationen, die Wirtschaft sammelt und für sich spricht. Und ebenso für die Kirchen. Die Kirchen waren sehr aktiv zum Ende der Apartheid-Periode. Und dann hat man sich zurückgesetzt, denke ich, und sagte, naja, jetzt sind wir in guten Händen. Der ANC regelt das. Und die Kirchen wachen wieder auf und werden wieder politisch aktiv. Eine Veränderung, die wir jetzt natürlich haben im Vergleich zum Ende der Apartheid, ist, dass die Bevölkerungsstruktur komplett anders ist. Es sind viel mehr Menschen. Es sind viel mehr arme Menschen, die mitten in dem Staat auch drinnen sind. Also es ist nicht so, als ob man ein Außen und ein Drinnen hat. Nein, es ist alles durchmischt. Und dadurch ist auch die Frustration viel höher, weil man sitzt direkt neben dem Reichtum. Man kann den Reichtum schmecken, man kann ihn fühlen. Man hat Freunde, die in der Regierung sitzen und den Reichtum erleben. Und jeder möchte einen Teil davon haben. Und es gibt halt diese Dynamik auch, wenn wir die Geschichte, die Narrative nicht kontrollieren, dass man sagt, ich muss mir noch ein Stück rausreißen, bevor es alles weg ist. Das ist natürlich unglaublich destruktiv. Das kann zu einem Wirbelsturm werden der Destruktion. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch diese Gelegenheit, die Kirchen spielen können, dass man sagt, nee, das wird nicht zu Ende gehen. Wenn wir den Stein, einen Stein auf den anderen bauen, dann können wir das halten und wir können darauf bauen. Und als Konrad-Adenauer-Stiftung sind wir natürlich, wir finden es ganz toll, hier zu sein, weil wir so viele Ansprechpartner haben, die das Beste für das Land wollen. Es macht es manchmal sehr leicht für unsere Arbeit, Leute zusammenzubringen, denn man möchte die Hände ausstrecken und herausfinden, wie man zusammenarbeiten kann, um den ANC, um diesem Vakuum irgendwie zu kontrollieren, während der Abgang stattfindet. Die Gelegenheit mit Frau Eid nochmal die größeren Zusammenhänge auch anzuschauen, will ich jetzt mal mit einer Frage hier einbringen, nämlich
wenn man unter dem Hilfe-Partnerschafts-Nachbargedanken an die Dinge rangeht, kann man ja sagen, Europa und Afrika sind Nachbarn. Und es wird ja immer wieder gesagt, die Zukunft Europas entscheidet sich in Afrika. Wie ist denn Ihr Eindruck, wenn man jetzt mal auf die europäische Politik oder auf die Politik der deutschen Bundesregierung schaut, ist das verinnerlicht und was läuft gut und was läuft nicht so gut? Wir können bei diesen Themen heute nur ein paar Schneisen schlagen, aber zur groben Orientierung. Ich glaube, dass unter Frau Bundeskanzlerin Merkel wieder Afrika sehr oben auf die Agenda gestellt worden ist. Das war ja schon einmal unter Bundeskanzler Schröder, als von Thabo Mbeki und anderen Reformern um die Jahrtausendwende die G8-Staaten eingeladen worden waren, die neue Partnerschaft für Afrikas Entwicklung, also diese Reformstrategie, zu unterstützen, was wir ja auch als G8-Staaten, damals war noch Russland mit dabei, ja auch beschlossen haben und dies gemacht haben. Das ist aber mittlerweile der Vergessenheit anheimgefallen. Und ich bin froh, dass die Bundeskanzlerin in dieser Legislaturperiode im Rahmen der G20, als sie die G20 Präsidentschaft hatte, dann aber auch zusammen mit Südafrika den Compact with Africa initiiert hat. Also das ist eine Investitionspartnerschaft, die, glaube ich, wichtig ist, gerade auch im Hinblick auf die Dinge, die vorhin auch Herr Endres und Herr Kochelen gesagt haben, nämlich, dass die Arbeitslosigkeit unheimlich hoch ist, ja, dass auch weniger Investitionen ins Land kommen. Wobei natürlich jetzt dieser Compact with Africa, da haben wir 12 Compact-Länder, aber da ist Südafrika nicht dabei. Ja, das muss man auch dazu sagen, obwohl Cyril Ramaphosa ja im September mit der Bundeskanzlerin in Berlin diese Compact-Konferenz mitgeleitet hat. Also hier ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Afrika jetzt nicht im Sinne von Entwicklungshilfe-Empfängerkontinent auf die Tagesordnung kam, sondern so, wie ja auch NEPAD das wollte, also wie die kulturphilosophische Reformstrategie von Thabo Mbeki damals im Jahr 2000 und 2001 es vorsah, dass Südafrika wirklich ein wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne wird und auch in die Weltwirtschaft integriert wird. Also dieser Compact with Africa versucht, Direktinvestitionen nach Afrika zu mobilisieren. Sie wissen ja, wir sind hier sehr unglücklich in Deutschland, dass deutsche Unternehmer sehr zögerlich sind, in Afrika zu investieren, sehr zögerlich sind, afrikanische Geschäftspartner zu suchen. Aber dieser Global Compact with Africa ist, glaube ich, ein guter Ansatz, wenn auch noch nicht sehr erfolgreich. Also das ist auch nicht nur eine deutsche Sache, sondern da ist auch die Afrikanische Entwicklungsbank dabei, der IWF und die Weltbank. Also das ist zum Beispiel eine Straße, ein Gleis, wo ich denke, das ist wichtig. Die Frage ist natürlich schon, wie sieht auch die Entwicklungskooperation aus? Und da denke ich auch, ist es wichtig, dass zum Beispiel gerade bei Südafrika als ein Land, was zum Beispiel sehr energiearm ist, ja, dass da ein Schwerpunkt gesetzt worden ist, dann auch auf berufliche Bildung. Man kann natürlich nicht nur Direktinvestitionen oder Unternehmen fördern, ohne dass man das entsprechende Fachpersonal hat. Insofern bin ich auch sehr dankbar, dass die Berufsbildung ein ganz wichtiger Bereich ist, wo die Bundesregierung unterstützt. Also es gibt durchaus, glaube ich, sehr gute Kooperationen, die natürlich sehr unterschiedlich aufgefächert sind mit unterschiedlichen Ländern. Aber Afrika spielt in der bundesdeutschen Außenpolitik, ich will es mal so sagen,
leider nicht so sehr in der Außenpolitik, aber in der Entwicklungskooperation, aber nun größer gefasst als Entwicklungshilfe, ja, sondern auch als Wirtschaftskooperation, da spielt Afrika eine zunehmend wichtige Rolle, wenn auch, und das sage ich mit großem Bedauern, nur 1% der weltweiten Investitionen aus Deutschland nach Afrika geht. Ja? Also 1% der deutschen weltweiten Investitionen gehen nur nach Afrika und davon gehen wiederum 2/3 nach Südafrika. Also hier ist eine große Ungleichgewichtigkeit. Und da denke ich, müssen auch alle Akteure vielleicht auch mehr in Deutschland Lobbyarbeit betreiben, damit sich das ändert. Aber dazu gehört natürlich auch eine attraktive Innenpolitik. Und da sind wir dann, da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Wenn Korruption, Misswirtschaft, ja, Federless-Wirtschaft, wie wir sagen, wenn das Bild von Südafrika, ja, ist ja realistisch, das muss sich ändern, um dann auch sagen zu können, jawohl, es lohnt sich wieder, auch in Südafrika mächtig zu investieren. Sind das die Gründe, wenn man jetzt fragen wollte, warum sind deutsche Unternehmer so zögerlich, das, was Sie zuletzt gesagt haben, instabile Verhältnisse, was Demokratie anlangt, Rechtssicherheit, Korruption, mangelnde Lobbyarbeit? Herr Hahn, das ist ein großer Grund. Natürlich muss man auch sehen, dass deutsche Unternehmer, wir sprechen ja jetzt, also ich zumindest, von mittelständischen Unternehmern, denn das sind ja diejenigen, die Lehrlinge ausbilden, die Arbeitsplätze schaffen, ja. Aber ein deutscher mittelständischer Unternehmer ist vielleicht nicht ganz so mobil, nicht ganz so flexibel, hat mehr Erfahrungen im Umgang mit osteuropäischen Partnern und weniger mit afrikanischen Partnern, ja. Da sind vielleicht auch noch Vorbehalte da, die man aber überwinden muss. Und deswegen bin ich auch froh, dass dieser Compact with Africa ja auch Beratungen anbietet, um solche Unternehmer dann, ich will es mal banal sagen, auch an die Hand zu nehmen und mit ihnen zusammen dann auch nach guten Wegen für Investitionen zu suchen. Also es gibt ein ganzes Gründenkonglomerat, wenn ich so mal sagen will. Aber im Moment bei Südafrika, glaube ich, dominiert ein bisschen die Verschlechterung der innenpolitischen Situation. Aber ich denke, dass Cyril Ramaphosa, wenn er zupackt, wenn er es schafft, dass dann wieder auch Südafrika bei uns wieder viel präsenter ist und auch attraktiver wird für die deutsche Industrie. Herr Kuchlenberg, Südafrika erhält viel Unterstützung, insbesondere auch aus Deutschland. Kommt eigentlich von dieser Unterstützung auch etwas in der Zivilgesellschaft an? Das ist eine spannende Frage. Natürlich gibt es in dieser multi- oder bilateralen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Südafrika sehr hervorragende Projekte. Frau Eitz hat hingewiesen auf Bildung, Berufsbildung. Es gibt auch viele Austauschprogramme im akademischen Bereich, Exchange Programs für Akademiker. Aber natürlich machen wir besonders im kirchlichen Bereich eine Erfahrung, dass sehr viele von Mitteln, die Deutschland über multilaterale Agenturen vergeben, wie für das Kampf gegen AIDS und so weiter, dass Kirchen ganz wenig davon bekommen. Das Problem ist zurzeit, ich habe aufgezählt, wir hatten drei großen Skandale. Ich will die Frage beantworten, warum ich dafür plädiere, dass die Bundesregierung es mal überlegen, einen Teil von ihren Investitionen in Südafrika über andere Kanäle fließen zu lassen, als nur die Regierung. Wir hören immer von, wir müssen vorsichtig sein, wir wollen Impact haben, wir wollen gute Investitionen investieren. Über die letzten 30 Jahre haben wir 16 Milliarden Euro an Korruption verloren. Waffenskandal, State Capture und die Covid-19-Betrugssystem. Also umgerechnet 16 Milliarden Euro haben wir verloren. In der gleichen Zeit haben viele Kirchen dafür plädiert, gibt uns mehr Mittel für frühe Kindentwicklung, für bessere Erziehung, für bessere Gesundheits,
Dienste überall im Land. Wenn die Regierungskanäle bei uns schwach ist oder nicht in der Lage ist, diese Projekte umzusetzen, es gibt viele Infrastruktur- und verantwortliche Systeme bei Kirchen in Südafrika, aber die kriegen nicht Zugang zu diesen Mitteln. Ich freue mich, dass in Deutschland man, also als man PART gegründet hat, diese Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung, dass man anerkannte, dass Religion wichtig ist. Das ist aber nur ein Prinzip, es wird nicht umgesetzt. Ich meine, es ist nicht schlecht, ich sage bloß, es wird nicht umgesetzt. Erzbischof Makoma hat sich darüber beklagt, Bischof Sepuka, Präsident der katholischen Bischofskonferenz, beklagt sich darüber, dass trotz aller also Goodwill, die wir haben, kommt man an Mittel nicht daran, weil man immer abhängig ist davon, dass man ausgeschlossen wird bei Verhandlungsprozessen über Bilateral Agreements, Multilateral Agreements, sodass das ist eigentlich, was wir nicht verstehen, die Geberländer, und Deutschland ist einer von den Geberländern, die wollen doch dafür sorgen, dass ihr Mittel gut angewandt wird. So, sie können nicht sagen, das ist ein Problem auf der Südafrika-Seite, das müsst ihr dort lösen. Wenn sie das alles mitfinanzieren, dann sind sie mitverantwortlich. Und verzeih mir, wenn ich noch ein Beispiel nenne. Deutschland hat die Steinkohlekraftwerke bei uns finanziert. Und also dann haben die nachgefragt, was wird aus Umweltverschmutzung oder Luftverschmutzung. Und dann haben man am Anfang an manchen Stellen gesagt, das sind die Verantwortung der südafrikanischen Regierung einzuhalten. Aber meine Frage ist immer, wäre die deutsche Regierung auch bereit, im Zivilbereich von Civil Society Erziehungsprogramme zu finanzieren von den Kirchen? Also wenn man so viel Mittel mit Betrug und Misswirtschaft schon verloren haben, warum setzt ihr nicht mindestens ein Teilchen von diesen Mitteln in den Händen von den Kirchen und vergleicht es mal? Wir wollen keine Alternative für die Regierung sein. In alle Programmen versuchen wir umgekehrt mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Das haben wir in Gesundheitsprogrammen mit dem Global Fund schon praktisch umgesetzt. Aber also Geberländer in der ersten Welt hat auch eine Verantwortung zu fragen, was ist die Impact von unserer Entwicklungspolicy? Ich weiß nicht, wie man das richtig übersetzt, Christian. Leitlinien. Also das hat einen absoluten direkten Einfluss auf, ob die Zivilgesellschaft in Afrika überleben kann und auch die Kirchen. Wie können diese Programme, die für Südafrikas Zukunft so wichtig ist, mitfinanzieren, wenn wir uns nicht ganz auf kirchliche Kanäle verlassen können? So, ich sage ehrlich, ich freue mich, dass PART ihre Jahresversammlung in Stellenbosch haben, Anfang November. Aber das sind die Themen, die von Spitzenkirchenvertreter und Civil Society bei uns gefragt wird. Warum sind diese Geberländer nicht bereit, andere Systeme zu untersuchen, mindestens um einen Teil von den Mitteln zu bekommen für die gute Arbeit, die leisten? Frau Eid, ich gebe die Frage mal an Sie weiter. Sie haben ja mal Regierungsverantwortung auch getragen. Wenn Sie heute auf so einen Vorschlag von Herrn Kuchlenberg schauen, mir leuchtet das durchaus ein, woran scheitert das oder wie könnte man das möglich machen? Denn erstmal ist es ja plausibel, die Zivilgesellschaft, die Kräfte direkt zu fördern. Warum klappt das nicht? Ja, ich muss gestehen, ich bin jetzt etwas überrascht, dass von dieser Vereinbarung, dass die nicht umgesetzt wird. Ja? Ich kenne die Kirchen in Südafrika sehr gut. Sie sind funktionierende Strukturen. Und ich meine schon, dass dies ein Kanal wäre, der vertrauenswürdig ist, der effizient ist, der auch wirklich vor Ort an die Menschen rankommt. Da würde ich nochmal im BMZ nochmal nachfragen wollen. Und ich glaube, Herr Hahn, wenn wir da gemeinsam nochmal etwas unternehmen könnten auf der Grundlage des jetzigen Gesprächs, hielte ich das für ein kleines praktisches Ergebnis von dieser Diskussion, dass wir da nochmal ans BMZ rangehen. Natürlich haben wir jetzt Wahlen, aber ich glaube, für die neue Regierung wäre dies durchaus ein guter Hinweis, den wir da der neuen Leitung des Ministeriums mitgeben könnten für die nächste Legislaturperiode. Danke nochmal für den Hinweis. Ich halte das für außerordentlich wichtig.
Wir sind schon fast auf der Zielgeraden unserer Veranstaltung. Ich habe für Sie, Herr Endres, noch eine Frage. Wenn wir über Entwicklungszusammenarbeit sprechen, Russland und insbesondere China sind in Afrika sehr aktiv. Wie bewerten Sie denn diese Aktivitäten? In Bezug auf Afrika. Vielleicht fange ich mit Südafrika an, das ist mir ein bisschen näher. Ja. Als erstes würde ich gerne sagen, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung natürlich hervorragende Veranstaltungen letztens geführt hat zu diesem Thema, in dem das ausführlich auch besprochen wird. Deshalb rate ich sehr, auf dem Internet diese Veranstaltungen zu suchen. Ich denke, es ist wichtig, daran zu denken, dass der ANC von Alter her tiefe Beziehungen hat nach Russland und auch nach China und auch nach Kuba. Und die neue Generation der ANC-Führer, die durchkommen, die beweisen ihre ideologische Reinheit, indem sie versuchen, das heißt bei uns, Struggle Credentials aufzubauen, also einen Liberationsruf. Und das macht man, indem man Geld nach Kuba schickt oder nach Russland reist oder sagt, dass China ganz toll ist. Die Chinesen haben zum Beispiel letztens teils unseres Militärs ausgebildet. Die Russen sind natürlich sehr scharf darauf, also Atomkraftwerke in Südafrika zu bauen und setzen immer wieder wahnsinnigen Druck auf die Regierung aus. Also sie sind aktiv. Man sieht man spürt sie in dem Bereich. Allerdings auch die generelle Bevölkerung ist auch, glaube ich, eher vorsichtig diesen Ländern gegenüber gepolt. Also ich glaube, das kommt eher aus dem ANC als aus der Bevölkerung. In der generellen Bevölkerung hat man mehr Interesse an Pluralismus, an Demokratie, aber man möchte haben, dass das funktioniert. Wir sprachen gerade eben davon, von Entwicklungszusammenarbeit. Was bisher den russischen Einfluss begrenzt hat, besonders in diesem Bereich Nuklearkraftwerke, ist, dass die Zivilgesellschaft sich auf ein Justizsystem stützen konnte, was noch funktioniert. Und da haben die Kirchen auch sehr stark mitgearbeitet. Ich denke, dass die Entwicklungszusammenarbeit aus Deutschland, aus Europa sehr wichtig im Auge behalten muss, dass es nicht darum geht, auch wenn es gut ist, Essen zu schicken oder die Symptome zu behandeln. Man sollte den Rücken stärken des Rechtsstaats, wo es ihn noch gibt. Denn das ist im Moment die Eindämmung des ANCs, den wir nicht unbedingt haben wollen. Und es stärkt den Rücken, einen Teil des ANCs, der uns helfen kann. Deshalb, ich plädiere immer dafür, dass sie die Beziehung zwischen der entwickelten Welt und Südafrika darauf basieren sollte, so weit wie möglich den Rechtsstaat zu stärken und die Korruption einzudämmen. Dr. Kuchlenberg erwähnte, wie viel Geld gestohlen wurde. Das Geld wird nicht ohne Alliierte und Freunde gestohlen. Das Geld wird durch die Schweiz geschoben, durch die verschiedenen karibischen Inseln. Die Expertise ist in Europa und in Amerika, um dieses Geld aus dem Land zu schaffen. Und ich denke auch, dass Europa auf der Ebene viel machen kann, auf seiner Seite, um sicherzustellen, dass in Südafrika die Sache rein bleibt. Also insofern, ich würde immer wieder darauf pochen, der Rechtsstaat funktioniert noch in Südafrika und wir sollten alles daran tun, dass er weiterläuft. Denn das ist unsere Garantie, dass die Zivilgesellschaft weiter funktionieren kann. Frau Eid, lassen Sie uns noch einmal auf die Agenda 2063 schauen. Sie haben vorhin das Stichwort eingeführt. Was ist die Agenda 2063 und was hat Südafrika davon? Was hat die Afrikanische Union davon? Was hat Deutschland, was hat Europa davon? Ja, also erstmal ist es ein Dokument, in dem Afrika, also der Kontinent in Form der Afrikanischen Union, wirklich sagt, wohin man will. Das sind sehr ambitionierte Ziele. Also was die Zunahme des ökonomischen Wachstums angeht. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich sitze im Auto und muss immer gucken, dass ich auch ein bisschen Licht hier habe.
man will die Arbeitslosigkeit bekämpfen, man will das Klima bekämpfen, man will die Kriminalität bekämpfen und das alles bis zum Jahr 2063. Also man hat diese Agenda im Jahr 2013 beschlossen, weil man 50 Jahre Gründung der Organisation für Afrikanische Einheit feiern wollte und hat dann ein 50-jähriges Programm erstellt. Und das eben unter Federführung von Frau Dr. Dlamini Zuma. Die Frage ist natürlich, können die afrikanischen Staaten solche ambitionierten Ziele auch wirklich umsetzen? Und da hapert es eben schon bei Südafrika. Ja? Also die Frage zum Beispiel, wenn man bis zum Jahr 2045 den Handel um 50% steigern will, ja, kommt Südafrika dem auch hinterher. Wenn man also die Arbeitslosigkeit auf 30% reduzieren will, aber heute schon in Südafrika die Jugend zwischen 15 und 25 Jahre zu 63% arbeitslos ist, kommt man diesen Zielen näher. Wenn man die Kriminalität bekämpfen will und man sieht, dass Südafrika weltweit also an der Spitze steht, was Kriminalität, was Tötungsdelikte, was Verwaltungen angeht, ja, an der Spitze steht. Also hier ist sehr, sehr vieles zu tun. Und natürlich sind dann die Programme, die den Compact with Africa angeht oder auch was das Entwicklungsministerium macht. Diese Programme sind natürlich darauf angelegt, den Staaten, die jetzt diesen Zielen folgen wollen oder diese Ziele verfolgen wollen im Hinblick auf 2063, dass diese Staaten dann auch in ihren Anstrengungen unterstützt werden sollen. Problem ist, dass manches auch, wie soll ich mal sagen, an Hilfe, an Unterstützung angeboten wird, nicht unbedingt basierend auf dem, was Afrika will, sondern basierend auf dem, was wir können und wo wir auch Kompetenz haben. Also das geht dann manchmal auch nicht Hand in Hand, aber grundsätzlich wichtig ist, dass die Afrikanische Union der Welt diese Agenda vorgesetzt hat, in Abstimmung auch mit den sogenannten Sustainable Development Goals, also den Nachhaltigkeitsentwicklungszielen, die UNO, also die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet hat. Also insofern gehen diese beiden Agenden quasi Hand in Hand, sehr ambitioniert. Ich kann nur wünschen, dass die afrikanischen Staaten, die ja praktisch alle diese Agenda 2063 unterschrieben haben, dass die auch diesen Zielen folgen und natürlich auch entsprechende Schritte unternehmen. Dass man daran Zweifel haben kann, das sieht man im Falle Südafrikas im Moment. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese Ziele immer vor Augen zu halten. Auch Sie in Südafrika, Sie können immer oder wir alle können sagen, ihr habt es für euch entschieden. Ihr müsst alles tun, um die eigenen gesetzten Ziele auch zu erreichen. Also diese Funktion halte ich für wichtig und ist auch für die Zivilgesellschaft, für die Kirchen immer ein Dokument, was man nutzen kann, um die eigene Regierung entsprechend zur Rechenschaft zu ziehen. Herr Endres, haben Sie den Eindruck, dass, oder wie ist denn Ihr Eindruck, müssen wir als Bildungsinstitutionen, Konrad-Adenauer-Stiftung, Evangelische Akademie Tutzing und viele andere mehr tun, um in dieser Weise, wie wir es hier machen, Meinungsbildung möglich zu machen, solche Prozesse auch bei uns stärker zu platzieren? Ist denn diese Agenda 2063 in Deutschland, in Europa hinreichend bekannt? Sie haben lange in England gelebt. Ja, ich denke, es ist eine interessante Sache, die Sie da sagen. Wir sprechen ja immer davon, dass wir vorfühlen wollen, richtungsweisend, wohin es geht. Ich denke, das Dokument ist ein sehr interessantes Dokument. Ich denke, dass es auch für Politiker schön ist, Ziele zu setzen, die erst in der dritten oder vierten Generation erreicht werden müssen.
Das sehen wir jetzt mit den Klimaverhandlungen. Das sieht schön aus. Und ob man das dann wirklich wieder mit Substanz füllen kann, das ist die große Frage. Ich denke, von wegen diesen Diskussionen würde ich gerne eine Sache teilen, und zwar die Wichtigkeit von Südafrika wirklich für die Europäische Union. Und das ist eher auf dem philosophischen Bereich. Südafrika ist ein Experiment von, was passiert, wenn man einen pluralistischen Staat hat mit extrem hoher Ungleichheit. Europa wird immer mehr unter Druck gestellt werden durch Migranten, die nichts haben, oder von umliegenden Staaten, wo Leute sind, die nichts haben. Und wie der demokratische Staat damit umgeht in Europa, das ist das, die Herausforderung, die Südafrika jetzt erlebt. Und ich glaube, dass das Europa in ein paar Jahrzehnten erreichen wird. Und wenn Südafrika das nicht hinkriegt, dann können Sie erwarten, dass viele Leute, die aus Afrika nach Süden ziehen, nach Südafrika hin, stattdessen nach Norden ziehen. Die Bundesrepublik hat einen großen Fokus, und das verstehe ich auch, auf den nördlichen Bereich, also Sahara, Sahel, Mittlerer Osten, weil das nahe liegt. Aber das große Bild sollte nicht verloren werden, dass Südafrika auch einen großen Effekt hat auf die Stabilität des ganzen Kontinents und dann auf die Stabilität Europas. Also hier ist die Möglichkeit und die Gelegenheit, um die Lösung zu finden, wie ein pluralistischer, demokratischer Staat mit großer Ungleichheit umgehen kann, um die ganze Gesellschaft zu heben. Also diese Diskussionen sind sehr wichtig, damit wir halt diese Ideen austauschen können zwischen Stellen wie Südafrika und dem Europa, was kommt. Herr Kuchlenberg, eine Frage aus dem Chat noch, die ich an Sie weiterreiche. Desmond Tutu wird in wenigen Tagen, ich glaube 7. Oktober ist es, seinen 90. Geburtstag feiern. Meldet er sich eigentlich noch zu Wort und wird seinen Ehrentag in der Öffentlichkeit Südafrikas in besonderer Weise gewürdigt? Was können Sie uns dazu sagen? Ja, ich wollte gleich darauf hinkommen, denn einerseits möchte ich wirklich also als Südafrikaner die deutsche Regierung und Menschen wie Dr. Uschi Eid bedanken, dass sie für Jahre die Rücken gestärkt hat von Desmond Tutu, dass er diese internationale Rolle spielen könnte. Nicht nur mit Mittel, aber auch die Arbeit von Menschen wie Dr. Volker Feigle, die ihn praktisch in sehr vielen Fragen begleitet haben und gestärkt haben. Wirklich, das war für uns ein Hoffnungszeichen. Und Tutu ist ein Symbol für das Kampf für soziale Gerechtigkeit. Nicht nur für Südafrika, aber international. So, es gibt viele Initiativen rund um diese Feier, auch Initiativen, um mehr Mittel zu sammeln für die Stiftung von Bischof Tutu und seiner Frau, um diese Stiftung zu stärken. Ich kann nur sagen, Tutu hat eine entscheidende Rolle gespielt, gemeinsam mit Bayes Nudeh, in sehr schwierigen Tagen. Aber wie Christian Endres gesagt hat, wir sind in einer Gefahrzone jetzt. Es ist nicht sicher, wie sich das weiterentwickelt in Südafrika. Nur wir hoffen, dass wir als Partner auch mit den kirchlichen und politischen Stiftungen sich gegenseitig stärken können für diese Rolle. Ich freue mich sehr, Christian, dass wir mit Konrad Adenauer so eng zusammenarbeiten können und auch mit Tutzing als Partner. Und dass wir Part in Stellenbosch anbieten kann. Ich sage ehrlich, Tutu ist für uns ein Hoffnungssymbol. Er redet nicht in der Öffentlichkeit viel. Man hört nicht von ihm viel. Und in der Wahrheit lese ich viel über ihn. Vieles auch aus dem Ausland, auch aus Deutschland, aus kirchlichen Kreisen, werden jetzt dazu veröffentlicht, um ihn als Persönlichkeit zu feiern. Wir sind sehr dankbar, dass man solche mutige Menschen, Kirchenvertreter haben, die wirklich bereit waren, also vorzudenken und zu kämpfen für, was sie für richtig halten. Das ist nicht vorbei. Wir müssen auch Menschen wie Machoba und Sepuko und alle anderen, die nach ihnen kommen, auch stärken in die internationale Rolle und auch ihre Rolle in Südafrika. Das ist nicht schwierig, weil ich weiß, die Kirchenvertreter haben als Erste Summa gefragt, zurückzutreten. Natürlich hat er sich geweigert, aber das hat die Legitimität von Zuma so befragt, dass die ANC keine Wahl hatte am Ende.
denke ich. Und so, ich sage ehrlich, wir danken Deutschland sehr viel, dass sie finanziell diesen Kampf um soziale Gerechtigkeit mit unterstützt haben und auch Persönlichkeiten wie Desmond Tutu. Wir sind sehr dankbar. Danke. Es wird eine Festschrift geben zu Ehren von Desmond Tutu. Den Literaturhinweis finden Sie dann im Bericht über diese Veranstaltung auf unserer Website. Meine Schlussfrage für die Schlussrunde mit der Bitte um eine kurze Antwort. Und wir konzentrieren uns jetzt nur auf Südafrika. Die Perspektive für die nächsten 1-2 Jahre, Frau Eid, Rückkehr zur Stabilität oder wachsende Unsicherheit? Was ist Ihre Einschätzung? Das kommt darauf an, ob Cyril Ramaphosa die Kraft hat, sich durchzusetzen gegenüber denen, die immer noch meinen, loyal zu dem früheren Präsidenten Zuma sein zu müssen und noch die alte ANC-Kämpfermentalität mitgebracht haben in ihre politische Aufgabe. Also wir sollten den Präsidenten stärken, ihn ermutigen und dazu gehören wirklich alle Kräfte, dass er sich durchsetzen kann. Das wünsche ich mir. Ob es gelingt, hängt von sehr vielen Faktoren ab, aber ich wünsche es ihm. Vielen Dank, Frau Eid. Herr Endres, was ist Ihre Prognose? Ich denke, es wird nicht so leicht werden über die nächsten 2 Jahre. Ich denke, es wird einiges länger dauern, bevor wir wieder Stabilität erreichen, wenn wir sie erreichen. Ich würde auch davon warnen, wir sprechen von Ramaphoria in diesem Land. Ja. Die Euphorie, die mit Cyril Ramaphosa kam. Wir haben den Mann, wir wissen immer noch nicht so richtig, was in ihm steckt. Wir nehmen an, dass wenn er sich durchsetzen kann, dass er das Richtige tut. Aber wir haben nur ansatzweise Beweise dafür. Deshalb, ich würde da nicht zu viel drauf stecken, Ramaphosa alleine zu stärken, sondern ich glaube, dass wir wirklich alle Akteure in der zivilen Gesellschaft als auch in der Opposition weiter stärken müssen, damit wir durch diese schwierigen Zeiten kommen. Ich denke, die nächsten 2 Jahre werden nicht leicht, denn wir kommen dann zu der nationalen Wahl von 2024 und da wird es für die ANC wirklich ganz brenzlig werden, ob sie da noch die Mehrheit kriegen. Herr Kochlenberg, vielen Dank, Herr Endres. Herr Kochlenberg, zum Abschluss Ihre Einschätzung. Also ich kann eigentlich nicht dazu was Besseres beitragen. Ich denke, beide Frau Eid und Christian haben das richtig analysiert. Es gibt keine Garantie, dass Ramaphosa sich durchsetzen wird. Wir hoffen, dass das Problem ist viel größer, als was wir alle am Anfang geahnt haben. Natürlich muss man im Hinterkopf eines immer mitdenken. Wir haben die Folgen von Apartheid und die Koloniezeit immer mitzubedenken. Das ist nicht nur ein Problem von Ramaphosa, wo Christian recht hat, wir sollen uns nicht auf einzelne Persönlichkeiten verlassen. Wir müssen ein System stärken. Wir müssen Institutionen schaffen, die nachhaltig einen Beitrag machen können. Das ist unsere Herausforderung. Und ich sage ganz ehrlich, als weißer Südafrikaner, wir haben jeden Tag noch mit den Folgen von Apartheid zu tun. Das müssen wir nicht vergessen. Das ist leicht, alles, was falsch ist und schief läuft, auf dem ANC zuzuschieben. Aber im Kontext von der Koloniezeit und Apartheid haben wir die Bedingungen geschafft und die Persönlichkeiten, und es ist ganz schwer, das umzukehren. Ich sage das nur, es wird nicht einfach sein. Ich denke, wir haben 2-3 Jahre vor uns, wo es ganz schwierig sein wird. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns für diese Online-Veranstaltung viel vorgenommen. Anlässlich eines Brennpunkts Südafrika, wie entwickeln sich das Land und der ganze Kontinent, gefragt. Wir konnten ein wenig zur Orientierung hoffentlich beitragen. Ich danke meinen Gästen, Frau Dr. Uschi Eid, Christian Endres und Dr. Renier Kochlenberg. Und ich danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Fragen hier im Chat. Sie können die Aufzeichnung dieser Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal der Evangelischen Akademie Tutzing noch einmal anschauen und auf unserer Website
werden Sie einen Bericht finden. Und wir, die EFSA Academy Blauklippen Stellenbosch Südafrika und die Evangelische Akademie Tutzing, werden Sie auch in Zukunft zu Online-Veranstaltungen einladen. Ihnen allen eine gute Zeit. Vielen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute und auf Wiedersehen.